Die Geschichte vom kleinen bezopften Mädchen, das noch nicht schreiben konnte, aber schon hoch hinaus wollte, müsste mit Es war einmal beginnen. Das erste Mal bin ich durchgebrannt, da war ich 5. Da war ich mit meinem Vater im Lungau zur Wildbachverbauung, die hat er darinnen geleitet. Und da bin ich durchgebrannt und habe damals eine Riesensuchaktion ausgelöst. Und nur, ich bin nur durchgebrannt, weil ich hoch oben einen Gipfel gesehen habe im Bunschutal und da wollte ich wissen, wie es ausschaut. Tummelplatz und Heimat wurden die Berge rund um Salzburg. Allen voran der Untersberg, auf den die erste von den Eltern erlaubte Bergtour führte. Mit 12 der Untersberg über den Dopplersteig und da bin ich natürlich entflammt. Rettungslos, aussichtslos entflammt. Ich will ein Bergsteiger werden. Im Tagebuch festgehalten war dieser Wunsch genauso ungewöhnlich wie der Besuch der HTL und das darauffolgende Architekturstudium in Wien. Ich habe eigentlich nie mit Puppen gespielt. Ich habe eigentlich immer gebaut und Hütten auf dem Baum oder auf den Bäumen. Das war auch irgendwie so eine halb gefährliche Geschichte für die Eltern, von den Eltern aus betrachtet. Für mich war es wiederum nur spannend. Und ich habe in diesen Hütten teilweise gewohnt, also stundenlang untertags. Ich habe immer gebaut. Also ich habe das Glück gehabt, an einen Clemens Holzmeister zu kommen. Und noch einmal das Glück, dass er so ein Gitsch wie ich war, irgendwo mögen hat. Der hat eher, glaube ich, das Feinmaschige abgelehnt. Und das war ich nicht. Ich habe Haferl schon angehabt und aus einer Decken, so, es war schandbar. Also wenn ich heute das Bild meiner Mutter anschaue, habe ich heute nur ein schlechtes Gewissen. Ich habe diesen Wintermantel, den sie aus einer Decke genäht hat, den habe ich eingetauscht beim heutigen Gerngroß in Wien im 7. Bezirk, Ecke Kirchengasse, weil da ein Hanfseil, ein altes Hanfseil in der Auslage gelegen ist, zu tauschen. Und das ist passiert. Aber ich hab schrecklich gefroren, das war die Strafe, den ganzen Winter wirklich gefroren. Aber ich habe auf dem Hanfseil mein Haupt hingelegt und ich war selig. Aber ich bin dann gleich zur akademischen Sektion des Alpenvereins gegangen. Die hat bereits ärmlichst also existiert. Und die haben dann die ersten Kletterkurse gemacht in Mödling und Mitzi-Langerwand. Und da ist man irgendwie hinkommen mit einem kaputten Radl oder mit der Straßenbahn, wie sie dann wieder gefahren ist. Und da bin ich dann richtig am Geschmack gekommen. Ich war ja noch gar keine Frau, ich war einfach ein Mistdirndl. Und es hat eigentlich keine weiblichen Kolleginnen gegeben. Jetzt wäre das leicht, aber damals war das noch rar. Und ich bin auch dann während der Windzeit, habe ich meine erste Großglockner-Tour selbstständig dann unternommen. Das waren ja alles Unternehmungen, bis man da hinkommen ist. Mit Zug und Autobus. Und mit Kartoffeln im Rucksack, weil es ja nichts gegeben hat. Zurück in Salzburg beginnt Anfang der 50er Jahre Helma Schimkes berufliche Laufbahn als freischaffende Architektin und ihre alpinistische Karriere. Mit namhaften Bergsteigern wie Rudolf Badodey, Markus Schmuck, Ernst Reis und ihrem späteren Mann Konrad Schimke unternimmt sie für die damalige Zeit speziell als Frau sehr extreme Touren. Die Liste der klingenden Namen ist lang. Maugspitze, Fleischbank Südostverschneidung, Wiesbachhorn Nordwestwand, Totenkirchel Südostgrat, Cassinroute in der Nordwand der westlichen Zinne bis hin zu den ersten Begehungen in den Westalpen. In dieser Jugend und mit dieser minimalen Erfahrung, was habe ich gehabt, Balavicinerinne, Wiesbach Nordwestwand, diese Sachen. Da einfach mit in die Monte Rosa Ostwand zu fahren, war schon eine Frechheit. Aber das hat sein müssen. Das war einfach so verlockend. Und ich habe sehr viel darüber gelesen. Vom Kuhgebiss
habe ich dann diese Touren gelesen und ich habe es auswendig gekannt. Wie war die Ostwand dann? Ja, schon sehr ernst, sehr schön, gewaltig. Es sind doch 2400 Meter Wand. Und dieses Marinelli-Couleur ist wirklich ein gewaltiger Anblick, ich glaube auch heute noch. Aber trotzdem, es war von unten bis oben gewaltig schön. Es ist das dazu gekommen, dass wir die Eishacken vergessen haben. Im Biwak oben, auf der Breschnur, es war zu blöd. Und wir waren aber beim Einstieg, und wenn man mal bei so einem Einstieg steht und diese Querungen schon hinter sich hat, was dann kann man fast nicht umdrehen, weil die Eishacken nicht da sind. Also ich glaube, ich hätte damals umgedreht, aber mein Seilgefährte war der Ingenieur Rudolf Badode, der ja ein großartiger Eisgeher war. Und der hat gesagt, wenn es nicht mitgeht, gehe ich alleine. Hätte ich nicht tun können wahrscheinlich oder nicht tun wollen, aber wir sind gegangen und haben die ganze Tour ohne die Eishacken gemacht. Und das war schwierig, weil diese letzten Grate, sie sind erstens, wenn ich jetzt sage messerscharf, ist es natürlich übertrieben. Man hat nur das Gefühl, es steigt eine Messerklinge vor einem auf. Und das war schon ein Mordsrisiko. Umgekehrt war der Anblick von dieser Klinge und dieses lockerlaufende Seil hinauf war wieder unvergessen. Wir sind dann schon erst in der Nacht ausgestiegen, in der letzten Flanke zum Mont Blanc-Gipfel rauf. Es war schon ein bisschen kritisch. Aber ich habe dann dafür vom alten Grivel, der Steigeisenmacher war in Courmayeur, habe ich Steigeisen geschenkt gekriegt. Also ich war Nase hoch. Ich bin zweimal mit Lohnroller zum Mont Blanc gefahren. Wenn man mit dem Zug gefahren ist, hat es 2 Tage gedauert nach Courmayeur oder noch länger. Nicht? Die Eginoaia, das war damals ein ungeheuer begehrtes Ziel, weil sie eben ganz wenig Begehren gehabt hat. Und ja, wir waren jetzt, ich habe das jetzt so lange zurück, dass ich sogar das vergessen habe. Ich glaube, wir waren die ersten Österreicher. Es ist ja über 700 Meter hoch und der Einstieg liegt auf 3000 Meter. Und der Zustieg hin über diesen Frenne-Gletscher, also der hat es in sich. Damals war es für uns eine Mordsüberlegung, auch wegen dem Gewicht. Es hat jeder von uns nur ein Steigeisen mitgenommen. Eines, damit wir das Gewicht erspart haben. War natürlich auch, ist auch nicht empfehlenswert. Aber heute ist das alles anders, die Steigeisen sind leichter. Und das ganze Gewicht hat sich ja verringert. Also der Zustieg war ja ewig. Noch dazu habe ich damals, aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, in der Hütte in der Nacht vorher so ein Erlebnis gehabt, das ich einfach nicht vergessen kann. Der Hüttenwirt war böse, wahrscheinlich, ich verstehe es ja ein bisschen, dass eine Österreicherin als Erste hineingeht. Weil natürlich damals diese Konkurrenz, Franzosen, Engländer, Italiener, Österreicher, das war nun einmal da. Aber ich habe das gar nicht so gewusst und nicht so beachtet vorher. Und er hat mir jedenfalls damals das Teewasser verweigert. Und das war also sehr schlimm. Und da habe ich Rotz und Wasser geheilt in der Nacht. Und da waren aber meine Kameraden, das war ja damals wieder um der Badode, dann war es der Fritz Wintersteller und der Otto Wintersteller. Und die haben mich dann natürlich nicht im Stich lassen. Aber es ist für mich unvergessen. Ein bisschen grollt man da dann schon. Aber jedenfalls sind wir eingestiegen und die Eginoa Westwand, ja, Viarate, es war so ein klingender Name. Sie war schon gewaltig, sie war auch schwer nicht. Und das hat damals der Otto Wintersteller geführt und es war schon ein toller Anblick. Und über diesen Verschneidungen haben wir dann auf einer, wenn ich sage Leiste, ist übertrieben, es war aber auch keine Bankbreite, es war so ein Felsvorsprung, da haben wir alle vier nebeneinander sitzen können.
Und da haben wir ein fantastisches Biwak gehabt. Es war das Wetter gut, es war natürlich sehr kalt. Aber diese Geräusche, die da in der Nacht raufkommen sind, vom Frenegletscher, von diesen Türmen, die zusammenbrechen. Und es wird dann, wenn es kälter wird, in der Nacht stiller und dann beginnt es wieder. Also das waren für mich schon Augenblicke, auch, die halt genauso lebendig sind, wie sie unmittelbar damals nachher waren. Der Dr. Frauenberger, der Richter, der ja entscheidende Rolle bei der Erstbegehung des Nanger Bawat gespielt hat, der hat dem Pietzbertile die Nordwand gemacht und hat zu mir gesagt, du musst den machen. In Badile, da gibt es mitten im Sechser Anemone. Und das war nicht übertrieben. In der Wand, die so geschlossen ist, sodass man das Gefühl manchmal hat, das ist betoniert. Da ist ein kleiner Ritz irgendwo und dann hängt da eine topfgroße Anemone. Was du neigst dich so. Aber das nur so nebenbei. Aber der Badile hat mir vom Anblick her so imponiert. Ich bin in die Knie gegangen, wenn ich ein Bild von dem erhascht habe. Und er hat einen fürchterlich schlechten Ruf gehabt. Er war nicht einfach, weil auch die Wetterstürze dort gefährlich waren. Und wenn einem dort der Wettersturz erwischt, ist es schon ganz heikel. Ich lerne den Nebel kennen wie nie zuvor. Er ist ein charmanter Gesellschafter, aber auch ein Herrscher mit gefährlich uneingeschränkter Macht. Der Nebel heißt es. Doch kenne ich ihn auch in weiblicher Gestalt. Leicht verwirrt er dich mit einer Schar graziler Tänzerinnen in durchsichtigen Schleiern, wallenden Gewändern. Sie tanzen einen wirren Reigen, lösen sich auf, eilen in die Ferne, kehren zurück und finden sich wieder. Gib dich dem Zauber des Nebels hin, wenn du dich traust. Bist du schwach, verschließ dich ihm, sonst unterliegst du. Bist du traurig, beurteile ihn als das, was er nach meteorologischen Angaben ist. Feuchte, kühle Luft. Während der aktiven alpinistischen Zeit heiratet Helma ihren langjährigen Bergkameraden Konrad Schimke. Er war weitaus vehementer als ich selber. Er war Richter und das hat einfach gepasst. Das war Hals über Kopf und das hat gepasst. Und nur der war wieder so, dass er am liebsten gehabt hätte, ich hätte ein Kind oben zur Welt gebracht. Weißt? Ja, da lacht man auch, aber es ist so. Und ich bin auch... während der Schwangerschaften immer klettern gewesen. Man hätte es nicht sagen dürfen, aber ja, es war keine Unterbrechung. Ich habe damals schon drei Kinder gehabt. Also wir haben die Kinder daheim gelassen. Und ich habe schon damals ziemlich überlegt. Und habe im März hab ich den dritten geboren. Und der Badile war aber am Programm. Es war also schon höchst eilig. Und ich habe mir eigentlich mit ganz wenig Training dann, wann haben wir gemacht? Ich glaube im Juni, ich weiß es nicht mehr genau jetzt. Aber das war alles schon ein Grund mit. Und für mich so ein unbändig sicheres Gefühl. Ich weiß noch eines, ein schmerzlicher Augenblick war das vorher, wie die drei Kinder waren im Garten und das dritte Baby ist da bei meiner Mutter im Schoß gelegen und die drei so beieinander. Und da habe ich gedacht, Teufel nochmal. Und dann war ich beim Gartentierl draußen und dann war es schon leichter. Und in dem Moment, wo man dann dort ist und einsteigt, da ist jedes schlechte Gewissen weg. Dieser ungestümen, glücklichen und äußerst aktiven Zeit wurde 1961 ein jähes Ende gesetzt. Konrad Schimke verunglückt tödlich in der Watzmann-Ostwand.
Der Mann war blutjunger Richter und stürzte ab. Wir haben weder Versicherungen noch sonst irgendwas gehabt. Also da steht schon das Müssen und das wirtschaftliche Sorgen, das steht im Vordergrund. Und da eine Mitte zu finden zwischen Berg, Weiterleben und der Familie versorgen, das war bei Gott nicht leicht. Aber du, ich muss auch nicht dramatisieren, es war dramatisch genug. Aber ich bin gesund geblieben und so ist es gegangen. Aber ab dieser Zeit ist der Berg für mich nur noch mehr geworden. Weißt du, je schwerer es war, hinzukommen, umso großartiger war das Erlebnis und umso mehr habe ich gezehrt davon. Ich habe schon mehrmals einen Rettungsanker gebraucht, also so wie jeder Mensch. Und die Berge sind es immer gewesen. Ich bin nie umsonst hingegangen und habe dort gejammert. Das Leiden ist dort immer besser geworden. Und das war in jungen Jahren so und das ist bis heute so. Du, wenn mich heute etwas irgendwo aus den Schuhen hebt, das passiert immer wieder. Und ich habe dann das Glück, dass ich gehen kann oder ein bisschen klettern gehen kann, dann ist alles milder und sonniger und ja, leichter. Die Liebe zu den hiesigen Bergen weckte natürlich den Wunsch, auch die ganz großen Berge dieser Welt zu besteigen. Die unerstiegenen 8000er waren alle da, Bredelbrat und es wäre ein 7000er wunderschön gewesen, auch ein 6000er nur weg. Aber das hat nicht sein wollen. Zuerst war es zu früh und plötzlich war es zu spät. Durch die Kinder und durch den Unfall am Watzwand war das dann einfach nicht mehr möglich. Ich habe wohl gezettert mit mir selber und habe gedacht, Herrgott, diese Wünsche, die immer stärker geworden sind und jetzt soll ich das abschreiben. Das war ein ganz harter Kampf, ein innerer, den man schwer beschreiben kann. Aber ich habe sehr schnell kapiert, dass ich diesen Kampf wegschieben muss und dass ich einzusehen habe, dass mir das nicht mehr zusteht. Ich war der Alleinversorger für die Kinder und dabei ist geblieben. Es hat mir wirklich wehgetan, tut mir heute noch weh. Aber wenn ich gefragt werden würde, oder wenn ich nur einmal vor der Entscheidung stünde, würde ich es auch wieder so machen, weil eben alles andere unverantwortlich ist. Hier aber auf den Bergen erfuhr ich von einer Welt über der Welt. Hier bekam ich den Begriff von höherer Freiheit und tieferer Freude. Hier habe ich das große Gesetz auf meine Art verstehen gelernt. Das Gesetz von Notwendigkeit und Zufall, Willkür und Vernunft, Wille und Glauben. Wie dankbar bin ich dafür, jetzt am Beginn eines neuen Lebensabschnitts. In den folgenden Jahren unternimmt Helma Schimke, wann immer es die Zeit und ihr Verantwortungsgefühl erlauben, trotz allem unzählige Berg- und Klettertouren, wie zum Beispiel Trofana Südwand, Bordeaux Nordwestwand, Martinswand oder den Campanile di Val Montanaia. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich kann leicht weg, ich kann gut weg. Und so richtig den Rücken frei habe ich eigentlich erst sehr spät gehabt. Da war ich 65. Natürlich denke ich mir oft, mein Gott, jetzt gibt es Flugzeuge und jetzt hätte man ein bisschen Geld. Jetzt könnte im Himalaya was machen, wenn ich könnte. Wenn ich 40 Jahre jünger wäre. Das schon, aber es tut nicht weh.
Es war die Sehnsucht nach diesen Bergen seinerzeit, die war auch was wert. Nach fast 5 Jahrzehnten erfüllt sich dieser lang gehegte Lebenswunsch. Man darf es gar nicht laut sagen, eine Woche in Nepal, nicht? Aber auch das, eigentlich habe ich 45 Jahre darauf gewartet. Und habe lange Jahre gedacht, naja, das wird eben nicht mehr gehen. Nicht? Und jetzt war ich dort mit und jetzt bin ich 77 und wir sind hingekommen mit dem Rucksack und haben zu gehen begonnen und sind jeden Tag 8 bis 11 Stunden gegangen. Und dass das möglich war, dafür bin ich erstens sehr dankbar. Und ich habe das sicher viel intensiver erlebt, als wenn man das 20 Jahre früher passiert. Ja, 20 Jahre früher hätte ich vielleicht irgendeinen Gipfel angepeilt. Ei, schön. Es ist wahnsinnig. Es ist wunderschön, gell? Ja. Ich schwindel manchmal. Das tue ich gewissenlos. Man geniert sich nicht mehr, weißt du? Ich greife in einen Karabiner und freue mich, dass er da ist und freue mich, dass ich ihn benutzen kann. Dieses Älterwerden hat ja auch sehr viele Vorteile. Weil man dankbarer wird und weil man vieles intensiver erlebt. Du, wenn ich früher die Untersberg-Siedlung gemacht habe, na ja, war es halt nett, aber irgendwo ein Notnagel. Und wenn ich heute sowas mache, ja, da kann ich das Gefühl, das Christkindl war da. Und das ist das Plus im Älterwerden, dass man eigentlich das viel feuriger noch spürt. Noch heute spüre ich von den Schultern bis zu den Zehen das Spiel der Muskeln. Wie krank vor Lust verschwende ich mich. Ich darf mich verschwenden. Jeder Klimmzug, jedes Spreizen, jedes Stemmen ist genussvolles Verströmen einer ungebändigten Kraft. Das Herz spürt von dieser Arbeit nichts. Es ist, als wäre es nur dazu da, sich zu freuen.